Karten sind auch ungenau, da bist du nicht selbst schuld. Okay. Oh, diese Nebenquest, wenn ich mal Sachen finden muss, ich finde die grundsätzlich nicht. Ja, komisch, ne? Ich gehe hin, zack, da habe ich's. Da ist er, da ist er, da liegt er. Habe ich bisher kein Problem mit. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Ja, ja. Man muss halt wissen, wie man das richtig macht. Das muss man im Gefühl haben. Also... Ja, ich spiele ja schon mal, also, ich spiele schon seit ungefähr 20.000 Jahren Spiele. Ich habe das halt so, ich weiß es halt. Du musst noch etwas warten. Mehr. Weißt du bist dann so nett und hilfst mir, ne? Genau, ja, eben. Ja, eben. Genau. Gut. Daher, also passt doch alles. Ey, lass mir auch welche übrig. Ach, siehst du die gleichen? Ich will hier nicht nur einsammeln. Ja, normalerweise sind die ganzen Quests immer getrennt. Ich jetzt eigene. Oh. Achso, du meinst die Gegner übrig lassen? Ich muss noch etwas warten. Ach so. Ich dachte, du meinst, einer ist hier unterfallen. Push dich jetzt, Mann. Ja, ich wäre schon weg. Gut. Wollt du ein Level haben? Dankeschön. So, wo wollte ich jetzt hin? Ich glaube, nach links, ne? Achso. The Drunk. The Drunk? Drunk in Boxing. Warum hackt das hier schon wieder? Tja, neuer PC wäre gut. Lässt es jetzt? Dann gib mir Geld und dann hole ich mir noch einen PC von deinem Geld. Ich überleg's mir. Ach ja. Ich melde mich dann in ein paar Wochen. Das kann ich hier nicht tun. Ein paar Wochen sind ja zwei, also. Also ab jetzt, ich rede nicht mehr mit dir, ich bin jetzt raus. Wieso nicht reden? Ja, weil ich mich dann mehr melde, wenn ich was habe. Jetzt bis hier. Tschüss! Die Vorräte. Okay, ich kann nicht, ich muss was trinken. Liebe Leute, wir trinken was. Und für alle neuen Zuschauer, wenn wir als Streamer was trinken, dann trinkt ihr am besten mit uns, denn das ist gut für euch. Nicht nur für uns, auch für euch. Post. Erstmal in die Stadt, sonst sterbe ich hier. Ach was. Robuster kleiner Werwolf. Wo soll der denn sterben? So. Ich bin ungesund heute wieder Cola, ja. Also, trink mit uns, aber keine Cola. Das ist nämlich ungesund. Hat Samira völlig richtig angemerkt gerade. Wir zeigen euch im Stream alles das, was man nicht machen sollte. Naja. So. Ich würde fast sagen, im Zweifel immer noch besser als gar nichts zu trinken, aber bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ihr trinkt, ich esse. Guter Deal. Ja, Fake Arnold. Ja, immerhin. Essen soll man ja auch mal gelegentlich. Ne? Nicht bei drei, aber man kann. Du musst auch keine Cola trinken. Du kannst auch Wasser trinken. Hm. Oder Saft. Oder Kaffee. Kaffee. Das heißt Kaffee. 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 Nein! Du nicht. Weil es einfach nicht richtig ist. Mann! Das ist schon. Das bin ich einfach so findest. Es ist nicht so. Das ist jenseits subjektiver Wertung. Es ist einfach eine objektive Sache. Ah! So, Samira, wo hast du eine Quest? Ja, ich reise gerade hin. Bei dem Marker oder wo? Eigentlich habe ich ein. Ja. Ja. Da habe ich keine Quest. Na toll. Aber hier in der Stadt sind noch ein paar Ausrufezeichen. Vielleicht bringt ihr das weiter. Ja. Siehst du, Subgott sagt auch, er will keine Cola trinken. Völlig zu Recht. Ist ja richtig. Ich bin noch nicht also bereit. Im Endgame, also gegenüber Lilith, habe ich gar keine Chance. Mein Bild ist darauf ausgelegt, so mehr Monster, so mehr Schaden. Mit dem durchschlagenden Schuss, wie Schnellfeuer, ja. Also zwei Kernskillungen durch den durchschlagenden Schuss, wird der Pfeil pro Gegner, der getroffen wird, 10% mehr Schaden. Achso, das war gut rein. Ja. Oh, so ein paar Satzzeichen, Eisenfaust wäre nicht schlecht. Punkte. Oh. Aber ja, ich verstehe die Problematik da völlig. Aber ja. Es gibt ja solche Builds, die sind halt mehr auf Masse und mehr auf Gegner, je nachdem. Etwas. Ja, mit dem, also ich hatte ja den Fernkampfjäger. Vor der Season. Ja, damit kam ich ja nicht so gut. Also er war stark, aber ich kam nicht so. Ran. Aber der Dämonenjäger hat das schon mehr im Heer gemacht, auf jeden Fall in Diablo 3, vielleicht mit dem jetzigen Jäger. Ach ja, das war echt gut. Aber Diablo 4 ist erst in der Erfindungsphase, da kommen noch diverse Sachen, die komplett anders werden nachher, deswegen noch nie abschreiben den ganzen Charakter, das wird schon noch geil werden, denke ich. Ich habe gar nichts gesagt, Fake Arnold, ich bin raus, alles cool, hab's nicht vergessen. Muss ich auch Anschläge sparen, ja.
Energiehaushalt und sowas alles, keine Frage. Wusch! Komm, Plötze, warum den Werwolf? Nix ist. Doch, haben wir schon. Au. Oh, ich bin falsch gelaufen. Nein! Ich hab gewonnen. Ich mir keinen Marker gesetzt habe. Hier siehst du, weil ich die Feste mir nicht habe. Schön blöd. Hungriger Blutfalke. Zack. Erledigt. Das war nicht so schwer. Ich habe gar nichts interagieren. Stehst du davor? Ich stehe gar nichts davor hier. Nee. War nicht frech. Ah, jetzt. Oh. Noch so einer. Ist hier ein Nest? Natürlich. Ah, wahrscheinlich. Ja. Sag mal. Ma. War ich ja fast tot eben. Ja, der hat ein bisschen ausgehalten irgendwie. Hm. Lucifer. Zack. Plötze. Los. Zick, zack. Überholt. Zick. Erster. Ist hier ein Schmied, ja, da hinten. Sehr schön. Schmiedli-Willi. Oh, da wird Ziege rum. Ist das die Trulla von vorhin? Wie hieß die? Ich hab den Namen vergessen. Luchi Wuchi? Wie hieß die denn? Yaka Taka? Wie hieß denn die Ziege, die wir vorhin gerettet haben? Tuski. Tucci oder sowas. Tucci oder so. Hallo, du Hund. Grüße. Halt. Na, irgendwie so. Guck mal, Nukachi, das ist für dich und dein Hund. Hallo. Ziege streicheln. Grüße. Geht nicht. Hallo. Ach. Grüße. Manu. Hallo. Esel streicheln. Hallo. Ach Mensch. Grüße. Das ist doof. Dass man bloß Hunde streicheln kann, finde ich total diskriminierend. Ist das weit weg hier? Ist nicht in Ordnung. Was denn? Diese Quest. Ist das ein Dungeon oder? Daneben, glaube ich. Da habe ich keine Quest, aber was soll's, was soll's. Ich helfe hier immer wieder gerne, ne? Haben wir sonst nichts zu tun. Zum Beispiel mal Nekro-Level oder sowas. Nein. Gar nicht. Wo läufst du hin? Hier oben, würde ich sagen. Trau nicht dir in der Linie, die verarscht dich. Ehrlich, eine Runde rum. Deswegen ja, immer Blick auf die Karte. Ja, ich bin hier kurz beim Schmied. Ich schmeiße jetzt die Sachen hier noch. Weißt du, wegen sowas verläufst du dich immer. Ah, ach, das bist eigentlich du. Hm? Nee, lief einer vorbei gerade. Mit einem Affenzahn hinter mir. Na, erschrickst du dich? Nein, das wärst du. Überrascht, dass du mich überholst auf einmal. Aber das war halt ein anderer. Ah, nein. Lass das. Ja. Kommst du klar? Nee. Können sie auch schon fast wieder zu mir teleportieren, jetzt, wo du das gerade von da aus kannst, von der Stadt aus? Bin ich mehr in der Stadt. Ach so, ja, dann nicht. Ich muss noch etwas warten. Los, Pferd. Reittiere, sie sind gebietet hier drauf. Was? Schön blöd, wa? Kein blöd. Schön blöd. Ich bin noch nicht bereit. So ein komisches Dings. Ich bin auch deine Hä, ist gespannt, wenn du erstmal Horrorspiele spielst. Ja. Allein diese Reaktion. Idee. Das war die allerbeste Idee. Komm, das wird super. Ich geh so drauf nächsten Samstag, ey. Nein, nein. Doch. Nein. Au. Entschuldigung. 5000 Schaden. Ist das für die ganzen Weg hier langlaufen? Es wird schon super werden, Samira. Glaub mal. Naja. Es wird ein Highlight für die ganze Welt. Was ist das? Wenn du nicht bei Discord bist, dann ist das nicht cool. Du meinst, dann ist es gruselig. Ja, dann will ich das nicht. Ich schreibe doch brav in Chat. Ich schreibe ganz brav in den Chatter mit rein. Das ist kein Ding. Da bin ich doch für dich da. Voll. Super. Kann ich mit Katze streamen? Ja, meinetwegen. Wenn du Katze diesen Horror zutraust. Wenn ich neben dir die Glocke. Da fühlst du gegessen. Das kann bei ewig was essen. Beim nächsten Mal ein Outlast, sagt Fake Arnold. Achso, du musst gar nicht Dungeon rein. Ich bin schon in Dungeon. Reist auf der Suche nach Lakrin, dem Steinmetz nach. Also. Hä? Hast du die falsche Quest aktiviert? Ja, geh auf die Karte und. Entsagt Lilith an ihrem geheimen Schrein. Wie soll ich das machen? Nö. Was sollst du machen? Entsagen. Also nein? Nein? Vielleicht, ja. Ja? Verspotten? Nein. Nein. Ich grüße euch. Nee, nicht grüßen, absagen. Schwören. Achtet auf eure Finger. Warten, winken, folgen. Nein. Einfach nein sagen. Ihr seid schwach. Ja, ich muss erstmal einstellen. Ich hab das nicht drin. Ihr werdet mir besser nicht begegnet. Untersucht den Vorrat des Ketzes.
Danke, Subkor. Hat funktioniert? Warte. Dankeschön für die Follow. Hack, hack, hack. So, Nächste Quest. Jetzt bin ich kurz raus gewesen. Auf der Quest. Ich hab hier unten ein Ausrufezeichen, du auch? Ja, zwei Stück sogar. Zwei? Ja, ich hab hier eins und da, wo du hast. Streber. Tschüss, Luzifert. Plötzlich schneller. Oh. Denke, darf man nicht reiten. Klar, wenn man weiß, wie es geht, dann geht's. Ich bin der Überlister der Physik und Regeln und hier darf man nicht reiten. Ich bin jetzt im Haus. Freiheit. Freiheit. Ja, gewusst wie, würde ich sagen. Ich muss noch etwas warten. Schummler, Schummler. Wieso? Du kannst auch reiten. Tun wir nicht so. Bin ich. Ja, hier, da konnte ich auch nicht reiten. Aha. Ja, ja, da muss ich auch absteigen, sagt er das Spiel zu mir. Damit ich das, was du treibst, ein bisschen unter Kontrolle habe. So, 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 so. Kennt man sich? Du schreibst so vertrauensvoll. Kennst du einen Streamer, kennst du alle Streamer. Ich bin noch nicht bereit. I don't know. Autsch. Also mir, schnell. Hier gibt's was Leckeres zu essen und gratis Geld. Hahaha, reingefallen. Keine Geisteskraft. Oha, oha, oha. Ich oha, bin oha. Nicht bereit. Action! Behauptest du einfach so? Beweise will ich sehen. Naja. 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 Na ja. Habe ich schon krasses erlebt. Hat der Test funktioniert? Ja, ich hatte schon. Dragon Ball. Dragon Ball. Noch etwas. Ich auch mal einen neuen Sound. Ich habe nicht genug Geist. Das mach mal. Oh. Wieso, Samira, habe ich gerade meine Ulti aktiviert? Kannst du mir das erzählen? Ich habe nämlich keine Ahnung. Weiß nicht. Nee, ich bin auch überrascht. Viel dumm. Naja. Wüst eure dunkelsten Sünden. Hä? Jetzt habe ich die Quest, die du gerade hattest. Ah, toll. Da oben. Egal. Ich brauche es ja nicht. Büßen? Büßen? Entschuldigung, oder? Fliehen und keine Ahnung was. Verzeihung. Tut mir leid. Oh, 1000 Tränke. Toll, was soll ich damit? Oh! Ja. Lass du büßen! Die Tränke wirst du brauchen! Jetzt haben wir Gegner, du Arsch! Haha! Es waren nicht viele. Nee. Das war überraschend schlecht. Ich kann neue Ringe vertragen, aber nein. Klasse. Eine Perspektive. Was? Warte mal. Ich dachte nicht, dass wir uns kennen, aber freut mich, dass ihr vertrauensvoller Eindruck da ist. Also Samira, such doch einen Mod, so ist nicht. Kann ich mir nicht falsch erinnern. Ja, also wenn du regelmäßig hier bist, würde ich mich sehr freuen, wenn jemand Moderator wäre. Wenn Fake an uns sein werden wollen würden, regelmäßig da ist. Kessnera kann leider nur vormittags. Was sind das hier? Ein Steinhaufen, wieso? Ich kann nicht interagieren. Schwache Sache. Ich kann. Bringt mir bloß nichts. So, maximale Quest erreicht. Oh, schon wieder einer. Was ist denn hier los? Ich bin noch nicht bereit. Hier, drei Druiden schon inzwischen. Ahahaha. So. Jetzt aber hier... Ich gebe meine Quest ab einfach, ne? Ich reise mal zur Hauptstadt hier. Ja, muss ich auch machen. Ich komme gerade nicht. Hast du auch so viele Quests offen? Nö, aber... Ich kann ja abgeben, was soll ich hier? Jeder fängt mal klein an. Erstmal zuschauen, ja genau. Schau erst mal, ob ihr so alles zusagt. Ich bin noch diesen genau. chaotischen Stream. Dann gehen die Katzenkopfhörer heute aus, obwohl sie aufgeladen waren. Dann fällt noch was runter. Letztens haben sich ja hier diese Nanoleaves verabschiedet. Das war lustig. Gib doch einen Highlight, einen Clip davon. Ja, ja, ne? Gib Clip davon. Super gut, ja, das ist ein super, also einer der besten Clips, die ich je gesehen habe auf ganz Twitch, muss ich ehrlich sagen. Nee. Super Highlight. Leider war ich ja nicht live dabei, als es passierte. Da habe ich ja selber gestreamt. Ja. War gut. Da passieren schon Dinge bei Samira, das ist ganz nett. Ja. Kann man sich mal geben. Chaotisch. Chaotisch. Wollen tue ich schon, aber ich bin eben nicht regelmäßig da. Und chill. Ja, Fake Arnold. So unregelmäßig bist du doch wie einige Streams, muss ich ehrlich sagen. Du bist ja fast immer da. Hey, ihr habt ein Ausrufezeichen? Aber ist ja nicht schlimm. Ich habe hier noch einen Dungeon. Wo denn? Da oben.
Ich glaube, das ist eher ein Nebenquestkeller, aber passt. Ja, manche. Nebenquestkeller? Ja, es ist kein Dungeon halt, es ist halt nur für die Nebenquest da. Nicht solange ich in der Stadt bin. Achso. Das heißt, du kommst nur die Nebenquest, was war's, 30? 30 Punkte fürs Ansehen und nicht die 40 für den Dungeon oben drauf noch. Na gut. Da fällt mir ein Fake an, und du hast noch nie gesagt, welche Streamer du noch neben uns verfolgst. Das kannst du auch mal theoretisch. Du darfst da gerne mal Werbung machen, wenn du magst. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Und auch mal Bescheid geben. Vielleicht sind die auch was für mich oder Samira. Wer weiß. Rein fürs Zuschauen. Also wenn bei dir was runterfällt, macht mir das aber nichts aus. Stimmt lustiger als bei mir selbst. Klingt plausibel, ja. Logisch. Ich warte in Solarias Versteck auf dich. Sag mal, machst du, kannst du fliegen oder was? Ja, wieso? Ich bin Druide, ich fahre nicht in Raben und fertig. Easy. Ich darf ja nicht mal galoppieren in dem Gebiet. Der eine Streamer ist nicht zu schwach in Nerven. Rage Streamer als andere als. Und das andere ist ein anderes Genre, okay. Hm. Aber trotzdem. Wer weiß. Wer ist was? Ich will es auch wissen. Aber jetzt soll ich es wieder vorlesen, ja? Na, lass mal die richtigen. Nee, Fake meinte, einer von den Streamern ist einer, der nicht zu schwach in Nerven ist, weil er sehr Rage Stream-mäßig unterwegs ist. Ja, klingt auch nicht unbedingt nach meinem Style das, von. Was heißt das? Wahrscheinlich an der. Scheiße! So wie ich finde ich, ja, ganz, ganz selten. Das Gegenteil von mir. Ich bin die Ruhe in Person. Ja, irgendwie sowas. Außer bei Horrorstreams. Amurat, ach komm, hör auf mit der Scheiße. Ach nee, Shadow. Den finde ich nicht gut. Den finde ich nicht gut, du kennst das. Ich kenne den. Nee, schon mal falsch, das ist eine Frau. Nicht bereit. Amurat, wie ist denn der andere? Ach, der. Ist ähnlich. Der hat jetzt einen neuen Namen, weil er gesperrt wurde. Ja, das passiert einigen. Ja, der hat schon wieder 5000 Zuschauer. Wer war denn das? Der hieß so ähnlich, doch, doch. Also Amurant heißt ein Song von Nightwish oder so ähnlich, aber... Ich finde doch immer, es wäre irgendwie was Metal-mäßiges, aber nein, es ist eine dumme... Ich zeig dir den, ich meine, den kennst du bestimmt auch. Entschuldigung, aber ich kann den nicht, also ich weiß nicht. Ist das die Veganerin, die... Nee. Die militante Veganerin, die ist schlimm, ja. Ja. Ich wurde, wahrscheinlich kennen das sogar viele Leute, diese militante Veganerin, aber es wurde mir mal angezeigt als Vorschlag bei Twitch. Bin drauf, ich weiß gar nicht wieso. Und das war so ätzend, Alter. Tut mir leid, ich mag ja ein nettes Persönchen sein, aber das war ein super ekelhafter, dummer Stream von ihr. Da habe ich überhaupt nicht verstanden, was da bei sie so rumgeschrien und so rumgebrüllt hat da. Und Leute angemacht hat ohne Grund in GTA. Fand ich ganz merkwürdig. Fand ich ganz, ganz merkwürdig. Ja, dann ist es immer noch blau. Habe ich was vergessen? Nein, das ist okay so. Solange die Ausrufezeichen drüber sind, ist alles gut. Hier. Die militante Veganerin dreht Pornos. Was? Nein, oder? Wer will sich denn das ansehen? Ist das dein Ernst, das Nukachi? Ist doch ein Scherz jetzt, oder? Bestimmt. Und Winnie sagt, die militante Veganerin isst Fleisch für Geld. Was? Ist das jetzt... Leute, verarscht ihr mich oder sie gerade? Oder ist das Tatsache, was ihr wisst? Das klingt ja alles sehr, sehr suspekt. Ja, kennen Sie Sifi? Kann Ihr Anliegen schon verstehen? Ja, das schon, weg. Also, den Standpunkt kann man ja irgendwie nachvollziehen, aber die Art und Weise, wie du es rüberbringst, ist halt das Gegenteil, wie du es machen solltest. Bei mir schreibt er auch, wenn man mit dieser Art und Weise Geld verdient. Also, wenn man so ist, okay, aber ich könnte das nicht spielen, einfach nur, weil es cool ist und ich Geld damit verdienen kann. Also quasi zum Affen machen finde ich, ist aber schwierig. Zu spielen. So. Dankeschön. Ja. Also sie oder, Sifi? Sie dreht. Ja, ich habe mich gerade nicht so verstanden, weil ich gerade meinen Sound dort hatte. Achso. Aber Nukachi meint, sie dreht tatsächlich, jetzt ehrlich, Pornos? Okay. Ich habe irgendwas an ein Thema. Ja. Okay. Und ist ein Witz, sie ist maximal Kuscheltiere, sagt Fake einmal zum Fleischessen auf Geld. Ach, ich habe keine Ahnung. Soll mir auch egal sein, sympathisch war sie mir jedenfalls nicht als Person und Hallo Fenra, schön, dass du da bist. Fenra! Du bist zu spät. Du bist leider zu spät. Also Zucker, ich bin eigentlich immer entspannt und ruhig beim Zocken. So. Fenra ist zu spät. Ich krieg mich auf. Aber es ist selten. Zucker muss auch noch ganz viel farmen, damit er die paar Punkte kriegt. Warte ganz kurz. Ich begrüße mal Fenra in deinem Chat mit meinem neuen Emote. Zack. Ja, jetzt trotzdem weiter reden können. Ja, was? Ja. Ja.
Ja. Lass mich auch mal reden, Mann. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Red doch mal. Mach mich. So, jetzt muss ich es nochmal alles erzählen. Es ist doch langweilig für den Chat, weil du nicht zuhörst. Ich höre immer zu. Ich habe aber einen Chat, den ich bedienen muss. Das ist nicht so leicht. Ja, das ist schön. Ich habe ich aber mittlerweile auch einen. Ja, ist doch schön. Ja, also manchmal kabbeln wir uns auch ein bisschen, dann müsst ihr euch dran gewöhnen. Was? Wer kabbelt sich hier? Na warte, komm her, du. Ja. So. Felgon hatte geschrieben, ja, Samira, wenn man mit dieser Art und Weise Geld verdienen kann, ob nun schreiende Streamer oder wie auch immer, dann ist das so. Aber ich könnte, also wenn man so ist, okay, aber wenn man das spielt, also stundenlang das Vorspielen, nur der Unterhaltung wegen, könnte ich das nicht. So. Hm. Nee. Verstehe ich. Ja. Und für Geld würde ich es auch nicht machen. Also, nee. Nö. Ja, also Kiga-Tiger, ja, sehe ich auch so. Fackernot, ja, sehe ich auch so. Ey, Kuri, bist du wieder zurück? Hast du gar nicht angemeldet? Doch, eben gerade. Also bei mir hat sie kurz geschrieben, über was für Themen reden wir. Okay. Über richtig gute Themen, also. Ja, die Männer haben sich schon wieder hier, also. Die wo? Ja, ihr redet hier über, dass irgendjemand Pornos dreht, der eigentlich ein Streamer ist. Das war Nokachi, der hat angefangen. Der hat angefangen. Hätt's. Geht das schon wieder los, Alter. Gut, ne? Das ist super, toll. Ja, passt. Wenn du bei mir noch ein Abo hast, Fenner, dann ja, kannst du noch benutzen. Ich hab hier auch noch einen. Zack. Ich verreise dann mal. Wiedersehen. Ist die Stunde um? Du musst Bescheid sagen. Ich sehe das. Ja, nee, noch 7 Minuten nach meiner. Geht's hier um Samira? Nee, ich dreh keine Pornos. Also, ich dass ich wüsste. Was? Das ist eine komische Aussage. Na, was habe ich ja? Einen Doppelgänger? Zwilling? Haben wir ja alle, ne? Ich bin. Wie ich schon gehört habe in meinem Leben. Oh, ich habe dir das schon mal gesehen irgendwo. Nee. Das kann ich hier nicht. Ah, diese langen Haare sehen alle gleich aus. Was soll ich machen? Nee, finde ich gar nicht. Finde ich auch nicht. Aber das denken viele Leute halt. Hast einen Bart, hast lange Haare. Ey, sieht aus wie der Typ da. Nee. Du hast lange Haare und einen Bart, das ist alles. Aus wie der Typ. Poolstreams. Es geht um ASMR. Achso. Hä? Ihr habt doch vorhin über Pornos geredet. Ja, also echt, bei ASMR war doch nicht genannt bis eben, Fäcker. Da lügt man nicht rum hier, du. Deswegen muss ich auch noch was zu. Und die Würstchen an, weil ich vernaschen. Ja, danke Nokachi für dieses sprachliche Bild. Ja, aber diese Kategorie, als ich Twitch im April entdeckt habe, hat mich auch ein bisschen schockiert. Ja. Also was entdeckt hast? Ich bin noch nicht bereit. Achso, das ASMR-Zeug. Ja. Ja, ja, wie gesagt, es gibt hier ASMR, was völlig vernünftig gemacht wird, auch ohne irgendwie erotischen Hintergrund. Ja, ne? Ja, ihr seid ja gar nicht. Das wird man nicht immer gleich abtun, aber. Aber die Art und Weise ist auch ein bisschen merkwürdig. Es ist mir auch suspekt, ja. Hier musst du rein in den Dungeon? Ich glaube. Du glaubst. Ich kann es dir nicht sagen. Erkt unheilvolle Ritualopfer und fallen in grinsenden Labyrinthe. Dann los. Na. Hier gibt's nur exklusive Bubas der Extraklass. Die sind reserviert, was? Was ist das? Boobs. Schätze ich mal. Von wem? Ich steh auf dem Schlauch. Ja, ach, ich bin auch raus. Komm, lass mich. Okay, anderes Thema. Super. Heute ist Sternschnupp. Hallo. Heute ist Sternschnuppnacht. Ja. Nach draußen. Jetzt gerade? Sterne. Nee, jetzt nicht nachher, weil es riecht zu Ende. Man, jetzt ist auch Subko bei mir. Das gibt's ja gar nicht. Du hast lange Haare und einen Bart. Siehst aus wie meine Mutter. Ha, ist sie ein Zwerg oder wieso? Übrigens, was ich sehr cool finde, wo ich das ganz, ganz, ganz nebenbei, wenn du sagst Mutter und Sohn, ich sag Zwerg und Sohn, ne? Zwerg in Herr der Ringe haben ja in einer weiblichen Version normalerweise Bärte, wird da gesagt. In dieser komischen Version von Amazon, Rings of Power, haben die ja keine Bärte. Und da war ich richtig positiv angetan, als ich jetzt Witcher angefangen habe zu gucken, Season 3, als da eine Zwergin mit Bart rumsaß. Fand ich mega, fand ich richtig gut. So, als Rande, Notiz quasi. Ne? Ja. Ich wollte es mal raushauen einfach. Sehr detailgetreu, ja. Das sah echt cool aus. Also, stand hier auch. Ja, irgendwie schon. Das sah gar nicht abnormal aus oder so.
Das Lustige ist ja, die Amazon-Serie, die will ja sich versuchen darin, hier so super LGBTQ blablub zu sein. Aber dann nimmt sie den Zwergenfrauen die Bärte und lässt sie einfach nur wie normale Frauen aussehen, was ich ganz schön lahm finde. Denn genau das Gegenteil mit Bärten wäre das Geile gewesen eigentlich. Und das hat Witcher gebracht. Das fand ich halt super. Ich muss noch etwas warten. So. Pass auf. Fenrir. Hab ich mal was letztes im Chat geschrieben? Okay. Fenrir. Bubas. Leicht. Twitch-Bezeichnung der sekundären weiblichen Geschlechtsorgane. Nicht meine Bezeichnung. Twitch-Bezeichnung. Der gute alte Twitch, wie er immer die Frauen nennt. Bubas. Meine sekundären sind meine Ohren, würde Spock sagen. Haha. Danke. Spock ist super. Ich bin noch nicht bereit. Star Trek. Ja! Ja! Ich hab immer noch ein, nicht. Ein Lego-Set zum Basteln, ne? Eins hab ich noch. Nein! Naja. Blue Bricks. Ich bin noch nicht bereit. Ja, die Voyager habe ich noch in Midsize. Ja, aber. Live habe ich ja gebaut, den Deridex Romulanischen Warbird und die NCC 1701 Original Enterprise. Die waren im Stream gebaut worden. Ich bin noch nicht bereit. Waren gebaut worden, ja. Gebaut worden sein. Gebaut worden sein tun. Den Bohrkubus brauche ich noch, aber ist gerade nicht verfügbar. Muss jetzt wieder hergestellt werden. Ah, den will ich auch haben. Nein, den nehme ich. Pass auf, ich hole mal den großen und den kleinen, dann kämpfen, dann geht das ganze Stream live. Ich bin sicher, meiner gewinnt, weil er größer ist. Ich bin noch nicht bereit. Warum soll ich den kleinen haben? Weil ich den großen will. Ich kann auch den großen haben. Okay. Ja, hast ja recht. Ja, ist ja. Hechtlich klar. Nicht. Gibt ja so viele Tausende davon, hast du recht. Hechtlich nicht. Hechtlich nicht. Geht das schon wieder los? Heute haben wir Hessen-Hessen-Hess gelernt. So. Ja, achso, ich setz schon da lang. Da, bumm! Was? Ich bin noch nicht rein. Hessen. Nee, jetzt war's. Okay, falsch. Fliege falsch? Jetzt war es gerade falsch eingesetzt, das Hessen. Achso. Ja, ist ja doof. Ich bin noch nicht bereit. Na, Samira? Was? Stirbst du jetzt weniger? Ja. Um mal Fake Armas Frage aufzugreifen. Ja. Schön. Ich denke ja. Ja. Und gleich zack, tot. Das war's schon? Ich hab die kaum gestreichelt, da ist er umgefallen. Ich habe keine Geisteskraft mehr. Zack. Wenn er meint. Möge dein Blut schreien. Iolet Stadt Jarch. Guter alter klingonischer Trinkspruch. Liebe Leute, trinkt mit uns. Ich finde, Samira hat den größeren, ne? Die größeren Katzenohren vielleicht, da gebe ich dir recht. Borg Kubus verdient, ja. Hm? Genau, das ist dann. Finde ich nicht, denn ich bin der, der die Borg viel besser als Samira findet. Samira mag die Borg eigentlich gar nicht. Ich finde sie faszinierend. Das würde Spock sagen. Punkt für dich. Das war ein schöner Star Trek-Konter. Prost. Ja. Oh, hier ist schon los. Achso. Hä? Dachte, hier wird es weitergehen. Ein Buch gefunden. Guck mal, hier ist ein Engel, der von einem Dämon umarmt wird. Wie nett. Hm? Na, hier die Statue. Die kuscheln. Das finde ich voll sympathisch. Hier im Hintergrund. Ist doch süß. Philippi, sich haben Engel und Dämonen. Sehe ich was gerade nicht? Ich bin da noch hinten, nicht hinten rechts am Bildschirmrand. Ein Engel? Wie sieht die Kapuze da oben? Hier sehe ich eine Kralle, hier ist ein Schwert, eine Hand. Da, genau wo Maus gerade ist bei dir. Da ist die Kapuze, dir zurück. Ich kann jetzt nur versetzt die gerade. Die Kapuze! Der hat auch eine Hand, der hat einen Speer in der Hand, die Hand geht zum Körper und beim Körper ist oben die Engels. Ist doch ein Engel. Mensch, Samira. Ja, ich sehe hier nur die Hand und den Speer. Der Rest ist hier alles unidentifiziertes. Ich sehe es ja in deinem Stream selber, wo der viel kleiner ist, den Engel. Der Kopf da. Das ist ein Kopf, nee. Ja, genau das ist der Kopf. Du weißt doch, wie Engel in Diablo aussehen. Du hast den Sequenzen gesehen. Das könnte doch Inarius sein. Ach so, was macht denn diese Wirbelsäule hier? Oder was? Das hier? Ja, ich sag doch, der wird umarmt von dem Dämon. Ist doch nett. Ach so rum. Ja. Ach, jetzt? Ja. Oh. Ach, so einfach zu sehen, dass man es weiß. Nee, aber das geht ja auch nur so. Oh Gott, Leute, soll nicht so. Nee, also nicht 22 Uhr, die Leute kommen.
22:02 Uhr. Ja, nee. Nach gestern Abend mit spät nach Hause kommen. Ich bin noch nicht bereit. So. Da sehe ich sowas nicht mehr. Oh, Truhe. Kyrin schreibt, kann bitte einer, der sich hier mit PC auskennt, vorbeikommen und Diablo 4 auf dem Steam Deck spielbar. Ich weiß nicht, ob du Diablo 4 auf dem Steam Deck spielen kannst, denn das ist ja kein Steam, das ist ja Battle.net. Und solange Microsoft noch nicht Activision Blizzard gekauft hat, übernommen hat final, bezweifle ich auch, dass es offiziell rauskommt dafür. Erst danach kann man davon, glaube ich, ausgehen, dass Battle.net eingestampft wird, aber auch das ist nicht gesagt. Support Werbung. Ja, Support. Wobei es sicherlich, da bin ich fast sicher, Mittel und Wege geben dürfte, Diablo auf dem Steam Deck spielbar zu machen, aber da habe ich jetzt keine Ahnung von. Weil habe ich selber nicht Support da, ja. Support hatte Werbung für ein ungeklapptes Telefon wie in den 90ern. Was für ein Telefon? Ja, was man jetzt so in die Tasche stecken kann, glaube ich. Das habe ich jetzt. Ein Handy. Gesehen. Ja. Kein Handy, Smartphone, Support. Ein Handy. Telefon, ey. So, ich habe extra Schluss gemacht mit meinen Witcher-Session. Ich warte auf Sternschritten und ein bisschen Horrorstream. Das hast du falsch verstanden, Fenra. Der Horrorstream ist heute ausgelost. Woche. Genau. Wir haben heute paranormal für nächsten Samstag ausgelost. Deswegen sage ich, du kommst zu spät leider heute. Die Auslosung hast du leider verpasst. Die war 20 Uhr, ja, ne? Ja. Also hat eine Stunde gedauert, aber es war schon 20 Uhr. Da ging es los. Mich würde es glücklich machen, wenn mir. Achso, ja, gut, okay, hast du schon mal. Das krieg ich nicht hin. Alter, Queen, da hab ich keine Ahnung. Sonst fragt mal, ich glaube Dr. Crawler oder Kesnir. Einer von beiden war irgendwie versiert da bei solchen Sachen noch. Wir wissen nie Bescheid. Die und nach Diablo dem Saufen? Ja. Okay. Chat schreibt mir selbst. So, weiter geht's. Komm, Samira, ich drück mich schon um, wir müssen die Quest auf zu Ende machen hier, sonst und so. Okay. Wir müssen mal erwähnt haben an der Stelle. Ja. Guck mal, siehst du, Kurin Kesnera weiß Bescheid, zumindest halbwegs. Ich bin verkehrt gelaufen. Ne, ich bin schon ein bisschen weitergelaufen, das ist deswegen auch jetzt alles schon ein bisschen toter, Richard. Dann wartest du nicht auf mich. Ja, da du kommst, ich hab es eben gesehen, dass du da oben noch stehst und nichts machst. Ich bin auch in-game, wenn ich bei dir bin. Ja, ich dachte, du kommst hinterhergelaufen. Was siehst du auf der Karte, musst du nicht mehr die Karte aufmachen. Siehst du, ja, habe ich ja aufgemacht. Dann hab ich, ja, habe ich dann ja auch gesehen. Ja, deswegen habe ich dann gesagt, siehst du, wenn du sie nicht aufmachst, wenn ich hier nicht in deinem Radius in der Minikarte sehe, bin ich nicht da. Ja, du kommst, dachte ich halt. Du bist auf dem Weg. Ich komm hier mal gar nicht einfach so. Alter, so einfach so. Ich muss noch etwas warten. Also mehr als eine andere kann ich auch nicht geben, Kurin, daher... Ich muss noch etwas warten. Kann man vielleicht bei Google sich sowas eigenen... Nee, sie hat offenbar schon eine andere bekommen dafür, aber kommt auch nicht klar. So. Hat denn irgendeiner hier im Chat bei Samira oder mir selbst ein Steam Deck? Steam, nicht Stream Deck. Steam Deck und hat da Diablo drauf. Ich kann da was zu sagen vielleicht. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Hab keinen Snoop. Okay, zwei schon mal nicht. Ich bin noch nicht bereit. Stirb, Säule. Glyphe der Wildnis gefunden. Geil. Ja, cool. Eine Glyphe? Mitten in einem normalen Dungeon, okay. Mhm. Recht selten, aber soll vorkommen. Okay, ich habe also wieder nur falsche Fakten verstanden. Ja, irgendwie, ja. Ich sehe ja. Natürlich. Ja, heute war die Auslosung, welches Horrorspiel ich spielen werde. Es ist paranormal geworden. Dann habe ich gezeigt, welches Wishlist-Geschenk angekommen ist. Es ist eine Capture-Card geworden. Es wurde eine Capture-Card! Oh, und bist du gerade gegangen, oder was? Der Special Guest war ein riesengroßes Honecki. Special Guest, den sieht man gar nicht. Zeig doch mal für gestern, ja, muss ich nochmal, den ich gestern auf dem Jahrmarkt gewonnen habe. Ja, zum Markt. Jetzt größer als Samira. Deswegen dauert es ein bisschen. Da ist er. So. Cool, oder? Sieh mal, ist Dampf. Und nicht nur ein, ich habe drei Stück rausgeangelt. Sie ist halt eine. Nee. Ich habe neues Talent entdeckt, ja. Ich wiederhole mich gerade ein bisschen. Ja. Nur ein klein wenig. Aber das macht ja nichts. Oh! Hallo! Alles zu mir bitte, ich bin der Werwolf. Genau.
bin fast überladen, so langsam. Ja, ich bin schon wieder voll. Das dazu. Ja. Ich bin noch nicht. Hast du irgendwie ein Anzeichen von der Nebenquest bisher gesehen? Ich habe bisher. Ich sehe die ja nicht. Begebt euch nach Grinsende Kammer. Ja, das ist der Dungeon. Nicht die Quest, der Nebenquest. Nebenquest ist hier gar nicht. Warte mal. Hat sie ja Nebenquest gehabt? Wie war so? Oder war die schon beendet vielleicht? Die könnte jetzt auch zu Ende sein. So oder so, der Dungeon muss auch noch gemacht werden. Da oben schon der Boss, sehe ich gerade. Also wahrscheinlich hast du eine Quest dann schon durch hier. Na. Wenn man aufsammeln will und kein Platz mehr. Das ist schlimm, ne? Schmeiß doch alles, was nicht heilig ist, weg und sammle die heilige Sachen auf. Mach ich dann auch so. Oder noch besser, die ganzen Edelsteine kannst du reinsockeln in die Sockeldinger. Hast du ein bisschen mehr Platz im Inventar. Das geht auch. Ich muss noch etwas warten. Wie wir raussockeln? Musst du nicht. Wenn du die zerlegst, kommen sie wieder ins Inventar rein. Okay. Stirb, du Geißel des Landes. Ich nahm nicht sein Dauer. Standardgegner. Esst ihn, Wölfe! Fress ihn auf! Hopp. Tot. Tot, 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 tot. Tot, 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 tot. Mann. Ja, versuch mal dein Glück, Kuri, mit IK. So. Ab in die Stadt. Ab in die Stadt. Sieger. Ihr braucht Stahlarbeiten? Das hat das meiste erwischt. Naja. Das heißt ja, naja. Zucker, ich rase dir nichts gegen Witcher zu sagen, sagt Fenrir. Oh, das kann böse werden, ja. Nee. Aber tauschen wir aus. Lieber Chat, ich wollte mal fragen, welche Art von Smileys und Emotes vermisst ihr noch? Was sollen wir noch zeichnen, machen? Wir. Da lässt sich noch einiges. Halt mich da raus. Wir, ich, besorgen, zeichnen. Ich kenne einen Dealer. Lassen. Hey, du. Wer ich? Psst, ja. Willst du ein Emote kaufen? Ja, klar. Verzeihung, das musste sein. Okay, ja, manchmal passiert das so mit Sefi. Ein denkenden Emote. Ich habe, glaube ich, noch einen mit Stift und Zettel. Aus Leder gleich und Stahl. Leicht gebraucht. Okay, einen Denkenden. Ich würde auch irgendwie einen Essenden. Einen. Oh ja, ein Essen mit dicken, fetten Bauch. Den will ich auch. Sukor scheint sich in jedem Chat ein wenig in Nesseln zu setzen, schreibt Kuri. Ich glaube, er stänkelt einfach nur gern. Oder ist was keine Absicht. Soll ich euch etwas segnen? Er kommt ja auch aus der Schweiz, oder was war das? Verfluchen. Nee, Tirol, Südtirol war das. Keine Ahnung, ach, das ist dein, ach Quatsch. Gift weg. Vorher haben wir Schwierigkeit. Ja. Okay. Okay. Achso, wir haben Werte. Nimmt sich gar nichts. Nee, ich rede gerade mit mir selber. Ich habe was gefunden und wechsle das gerade aus und. So. Naja. Dinge. Brennnesseln. Was für Nesseln? Brennnesseln. Ich kann nicht dafür, dass andere Menschen Gefühle haben. Jetzt geht's los. Hessnessness. In meinem Chat. Guck mal, ich steck schon an, dass die beiden uns immer so ein bisschen kabbeln. Jetzt geht's los. Party, Party. Was? Wo ist Kessnera? Schlägerei. Schlägerei. Ich mag ja Schlägereien. So, in-game. Ich bin noch nicht bereit. Im Norden von Italien? Hm? Ja. Also als Moderator musst du dich aber ein bisschen zusammenreißen. So geht das. Meine Schmiede wartet auf euch. Was, wie? Darf er da nicht aus Italien kommen? Nein, also ich habe gesagt, er soll zusammenreißen, wenn er Moderator sein will. Ja, sowieso. Wieso rum geht's? Was hat er böses gemacht? Du hörst mir gar nicht zu. Jetzt reicht's gleich. Monsieur. Nein, du, wieso? Du, ich hab. Hä? Was hat er denn? Ich hab doch gerade vorgelesen. Dass sie kabbeln, hast du gesagt, ja. Ja, und davor habe ich auch eine ganze Menge erzählt. Ja, aber jetzt hab ich jetzt nichts rausgehört, was jetzt so schlimm gewesen sein soll als Moderator. Deswegen bin ich irritiert.
Als Moderator darf man sich nicht kabbeln. Ja, wenn ich das spielerisch meine, ist klar, warum nicht? Mal gucken. Also, Suko hat Micha auf seiner Probeliste, ob er Moderator sein möchte. Ich habe ihn auf meiner Probeliste, ob ich ihn als Moderator haben möchte. Und Kurin fragt gerade, wer Moderator sein will. Ja, ich. Bist du nicht der Moderator? Ja. Ich bin noch nie im Chat, komisch. Na, merkwürdig. Deswegen muss ich ja nächste Woche auf jeden Fall zusammen als Moderator tätig werden bei dir, wenn du dein Horrorspiel machst, siehst du? Noch so ein Grund, wieso ich nicht mit dir im Discord sein kann dann. Hm. Passt einfach nicht. Da muss ich dir einen Korb geben, du. Ja. Naja. Ja. Okay. Ist halt so, was soll's. Samira, die Stunde ist immer noch um. Und zwar gesprengt. Ja. Aber ich glaube, ich würde auch opfern wollen. Ja, ist schon ein bisschen spät und ich bin auch ein bisschen müde. Von gestern noch tatsächlich irgendwie. Ja, was mich angeht, können wir gerne Feierabend machen. Ja. War schön, dass ihr alle dabei wart heute. War mal ein bisschen was anderes. Heute auch mit der Verlosung bei Samira. Mit der Verlosung und die ganzen Geschenksele und so mit den ganzen Überraschungsgästele und so. Immer wieder was Neues. Ist ja nicht verkehrt. Ein paar neue Leute getroffen, ein paar neue Leute kennengelernt. Sehr schön. Ja. Wir bedanken uns, also ich auf jeden Fall, aber ich denke mal Samira auch. Ich spreche mal für uns beide, es tut mir leid. Aber ich, natürlich, ne? Ja, deswegen, ja. Aber Shadow lebt auch noch. Ja, klar lebt Shadow. Er ist wie die Nacht, er ist ein Schatten, der kann nicht sterben. Schatten, so ähnlich wie ich. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Morgen ist bei mir auf jeden Fall Sonntagsstream, 18 Uhr, Xenoblade. Bei Samira weiß ich nicht genau. Und ob wir was zusammen machen, weiß ich auch nicht genau. Moment. also vielleicht, also Stream auf jeden Fall. Ich würde gerne mit Winnie morgen Broforce streamen, wenn sie Bock hat. Das weiß ich noch gar nicht. Aber auch die Ab, doch. Sie muss sich noch entscheiden. Sie darf sich noch entscheiden. Und dir, wenn du Zeit hast, noch Diablo. Oha. Willst du morgen zwei Sachen streamen? Oder Switch. Und du hast Switch. Ja. Achtet, ich bin für Switch. Ich will Switch-Spiele bei dir sehen. Auch wenn ich nicht weiß, was du spielen willst, aber da bin ich am meisten gespannt drauf tatsächlich. Die neue Capture gerade mal ausprobieren. Aktionen sehen. Aber es ist bloß meine Meinung. Gespannt sind wir alle. Also ab 19 Uhr, jetzt, ja, mal gucken. Müssen wir mal gucken, wird spontan. Genau. Soweit jedenfalls, vielen Dank nochmal, liebe Leute. Ja, morgen auf jeden Fall. Vielen Dank für euren tollen Support. Ja. Und dann sehen wir uns morgen hoffentlich wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao.